Frust, Aufregung und Spannung bis zur letzten Minute. Das Bundesligaspiel zwischen den Wasserfreundinnen Spandau und dem SV Bayer Uerdingen ist ein wahrer Wasserball-Krimi. Die Wasserfreundinnen Spandau liefern sich einen harten Fight, doch am Ende behalten die Uerdingerinnen die Oberhand. 10:9 Auswärtssieg für den Tabellenführer und der erste Sieg gegen die Spandauerinnen seit Juni 2021. Wir haben einfach heute gezeigt, wie wir zusammen agieren können und auch dementsprechend auch gewinnen können gegen Spandau. Im Dezember sah das alles noch ganz anders aus. Sieg im Supercup für Spandau, beide Teams in der Bundesliga diese Saison aber noch ungeschlagen. Und heute sind es die Uerdingerinnen in den weißen Kappen, die besser ins Spiel finden. Kapitänin und Top-Torjägerin Aileen Free trifft zum 4:2 aus Sicht der Gäste. Schnelle 2-Tore-Führung nach knapp 7 Minuten. Doch die Spandauerinnen bleiben dran, können sich ein Unentschieden erarbeiten, aber erneut schaffen es die Uerdingerinnen, sich abzusetzen. Zwischenzeitlich sogar die 3-Tore-Führung, Franka Lipinski mit dem 7. Treffer für die Gäste. 5:7 der Halbzeitstand in der Schwimmhalle Schöneberg. Zu Beginn des Spiels waren wir sehr nervös. Wir konnten dann immer mal wieder ausgleichen, aber wir haben es einfach nicht geschafft, miteinander zu kommunizieren. Das Spiel der Spandauerinnen verbessert sich aber in der zweiten Hälfte. Mit viel Willenskraft und Stärke kämpfen sie sich wieder zurück und bleiben dran. Isabel Riley verwandelt erfolgreich den 5-Meter und gleicht aus. Neuer Spielstand 8:8. Zwei schnelle Tore von Greta Tadei und Aileen Free bringen die Berlinerinnen erneut in Bedrängnis. Und langsam läuft ihnen auch die Zeit davon. Isabel Riley trifft noch zum 9:10 und dann geht's nochmal rund. Rote Karte für Spandaus Marco Stamm, der die letzten 2 Spielminuten von der Seitenlinie aus verfolgen muss, wie sein Team auch seine letzte Chance nicht nutzen kann. Endstand 9:10 und große Freude bei den Uerdingerinnen, die in dieser Saison weiterhin verlustpunktefrei bleiben. Entschieden ist damit aber noch lange nichts. Es ist noch alles offen. Wir dürfen da jetzt nicht einfach das vernachlässigen. Wir müssen weiter hart trainieren, weiter arbeiten. Und dann wird sich zeigen, was bei Bayer gegen Spandau dann nochmal abgeht. Das Rückspiel findet dann am 22. April in Uerdingen statt. Und auch ein Aufeinandertreffen im DSV-Pokal ist noch möglich. Die Spandauerinnen blicken jedenfalls positiv in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass wir heute einen Schritt zurück gemacht haben. Es ist eher eine Art Denkzettel, dass einem nichts geschenkt wird. Aber das motiviert uns natürlich umso mehr für das Rückspiel und wir sind sicher, dass wir sie schlagen können. Das Topspiel in der Wasserball-Bundesliga hat alles, was man für ein gutes Topspiel braucht. Frust, Aufregung und Spannung bis zur letzten Minute. Macht auf jeden Fall Lust auf weitere Spiele dieses Charakters.